sein, denn hier passt eigentlich immer nur ein einziger Truck durch. Wer versucht, auf gleicher Höhe zu bleiben, landet meist im Schotterbett. Während sich Gérard Cuney gleich unangefochten an die Spitze setzt, Hans-Georg von der Marwitz und Richard Walker sich hinter ihm einreihen, geht's weiter hinten gleich zur Sache. Martin Kollock mit der Startnummer 65 ist es, der da durch Schotterbett muss. Hier auf der Start- und Zielgeraden werden Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern erreicht. Der aussichtsreichste deutsche Teilnehmer in der kleinen Klasse ist Hans-Georg von der Marwitz.